Und nun schalten wir noch einmal nach Las Vegas, denn dort haben wir einen Magier, der natürlich auch sehr, sehr viele gemeinsame Momente mit Siegfried und Roy hatte, vor allem auch mit Roy. Und deshalb schalten wir nun zu Hans Klock. Guten Abend. Good morning. Ja. Ja, genau. In Las Vegas ist es ja noch morgen. Wie haben Sie die Nachricht von dem Tod von Roy Horn mitbekommen und wie geht es Ihnen damit? Ich habe das gestern gehört. Mein Company Manager hat mir angerufen und gesagt, dass er gestorben war. Und ich wusste natürlich, dass er krank war. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht darüber. Aber ich habe auch gedacht, ja, er ist unter Kontrolle und das kommt wieder gut. Er hat natürlich die ganze Attack von die Tiger hat er überlebt. Und dann jetzt die Corona. Ja, es ist, es tut mir leid, dass das alles so gelaufen ist. Sie sind Star-Magier. Welche Bedeutung hatten Siegfried und Roy in Ihrer Karriere? Oh, Siegfried und Roy, ja. Ich war 9 Jahre alt und dann war ich in meiner Heimat in Holland, in Amsterdam. Und dann habe ich die zwei angeguckt am Fernsehen. Das war eine Show aus Las Vegas. Und dann hatte ich gedacht, ja, das wollte ich auch. Das wollte ich auch erreichen. Und dann habe ich eigentlich Siegfried begegnet, wenn ich 11 Jahre alt war. Das war auf einem Fachkongress für Magiers in Holland. Und dann später, wenn ich 22 war, habe ich auch Roy begegnet. Das war in der Mirage, in das Casino in Las Vegas. Ja, und die Stil und was sie bedeutend habe in allgemein für Magie und für mich, wenn man zu meiner Show geht, kann man sehen, die ganze Inspiration von Siegfried und Roy. Natürlich habe ich meinen eigenen Stil, aber die zwei haben das alles angefangen, um das alles so schnell zu machen und so spektakulär. Sie haben viele Erinnerungen mit Siegfried und Roy, aber denken wir noch mal kurz an Roy. Was ist da Ihre schönste Erinnerung? Die schönste Erinnerung war, das war in 2007, hatte ich meinen ersten Vertrag hier in Las Vegas. Ich hatte eine Show hier im Planet Hollywood Casino zusammen mit Pamela Anderson. Und dann waren die zwei zu meiner Show gekommen und dann hat Roy gesagt, Hans, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Der war richtig deutsch und die deutschen Leute sollten ziemlich stolz sein auf Siegfried und Roy. Und am Ende der Show waren die beiden aufgestehen, ein Standing Ovation gegeben. Und das war für Roy nicht so einfach, weil er war natürlich in einem Fahrstuhl nach dem Unfall mit der Tiger. Und das war ganz speziell. Und das war der erste Show, dass die beiden angeschaut haben, nach dem Unfall in 2007, meine Show. Und was die Presse gesagt haben hier in Amerika, die letzte Show, dass die beiden angeschaut haben, war auch meine Show. Das war letztes Jahr Sommer in Augustus hier in Las Vegas. Hans Klock, live aus Las Vegas. Herzlichen Dank.